Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu Digimon World Next Order. Ja, hier mit Shine Draymond und Hercules Kabuterimon am Start. Ja, wir sind auf jeden Fall gut am Start, würde ich sagen. Mit zwei Megas auf über 2300 Angriff, glaube ich, oder? Ja, sogar schon fast auf 2500, Mann. Ja, wir haben im letzten Part noch einen Machine Ramon in die Tonne gekloppt. Hercules Kabuterimon hat zwar auf die Fresse gekriegt, aber Shine Greymon hat's gerissen. Und deswegen mal schauen, wie es so weitergeht. Ihr seht, TP ist noch ziemlich angeschlagen. Ich konnte noch nicht weitermachen, weil ihr seht, wir haben hier ein Ausrufezeichen. Was bedeutet, Gmons Haus erscheint.話は聞いたぞ。俺の自己紹介と潔白の弁明もな。じゃあ、こいつも来たことだし、メインの話を聞かせてもらえないか。うん。ミレイというものの説明を信じるならば、BHプログラムとやらが全ての原因ということじゃな。デジモンの無限ドラモン移行地区現象、そしてオメガモンズワルトディフィート 執行者、可能者までが侵されておったとはの。オメガモンツワルトディフィートか。あれもいずれ無限ドラモンになってしまうのか。BH プログラムを作れるやつばらまいた方法について心当たりは？ない。ないの？じゃが。 誰かが作ったプログラムならば、アンチウイルスプログラムを作って対抗することはできるかもしれん。もちろん BH プログラムを作った何者かを突き止めることもできれば大きく前進するだろう。じゃあそっちは私たちのお仕事ね。ミレイというものはまた会おうと言っておったのじゃろう。 我々はアンチプログラムの作成計画を急ぐ。豆男殿は無限ドラモンの情報をご提供願えるかな。ああ、お安いご用だ。少しは前進したのかな。私たちはお仕事に戻りましょうか。立花たちのご飯もあるし。 なあ、ミレイって人さ、なんか俺たちのこと知ってた感じじゃなかった？そうね、名乗っていないのに君の名前知ってたもんね。私とコウタもすぐに分からなかったのに。なんで俺たち3人この世界に飛ばされてきたんだろうな。やっぱあの時の大会が関係あるのかな。結局 マメオは都築ショーマじゃなかったし、単なる偶然じゃないの？なのかな。次会った時聞いてみようよ。都築ショーマ。 Warum kann das nicht sein, mein guter Mameo oder wie man dich eben nennen mag? Ja, der ist in der letzten Folge zu uns gestoßen, der Kollege. Wir haben ihn zuerst für den Drahtzieher gehalten, war es aber nicht. Aber gut, Gmon ruft. Was für ein neuer Gotsumon ist nach Florzien zurückgekehrt? Er meint, es würde gerne ein Bau... Was? Gotsumon? Warum Gotsumon? Wir haben jetzt einen Wohlstand von 30. Interesting, Freunde. Was ist denn jetzt los? あの、ミレイってやつもまだ姿を見せないし、BHプログラムの解析にはかなりの時間がかかりそうだ。アンチプログラムを作るには
いろいろなデータを集めにゃならん。そのための手数も必要だ。そこでお前たちには人手集めと無事なデジモンの保護を進めてもらうことになった。これはコータとヒマニにもデジメで伝えてある。お前にもデジメで伝えればよかったんだが、俺から内密に話があったんで直接出向かせてもらった。お前に渡しておきたいものがあるんだ。迷惑かもしれないが受け取ってくれ。Was haben wir bekommen? Du hast Mameo den Prototyp eines Antivirus-Programms bekommen. Können wir das auf unser Digimon laden und dann irgendwie einen Ultra-Digitations-Move vollführen zum, ja, was soll ich sagen, nicht zu Ultra-Digitation, sondern zu, ja, wie soll ich sagen, die DNA-Digitation oder so, keine Ahnung. Bis jetzt habe ich ja sowas noch nie einsetzen dürfen. Ich wette, man bekommt so eine Einleitung so. Außer am Anfang natürlich. Wenn das schon alles war, dann aua. So ist es, ich habe meine eigene Forschung auf ein Anti-Programm gemacht. Ich habe es vorher gesehen. Ich habe es in den Dämonen der Ikochik eingebaut und habe den Dämonen der Dämonen eingebaut. Du hast mich gefallen. Nicht. こいつはコピーすると消えちまう代物で一つしかなくてな、直接手渡しに来たってわけだ。参考用にジジモンやタオモンに預けることももちろん考えたんだが、町の外に出る機会が一番多いお前に渡すのが役に立つ可能性が高いんじゃないかってな。俺の方も少し気になることがあって一人で動きたくてな。役に立ちそうなことは知らせるよ。Okay, okay, sehr dubios das Ganze. Hey, Angemon. Wenn Mirei vielleicht weiß, wie wir in die reale Welt zurück können, wann wir sie wohl wiedersehen werden. Keine Ahnung. Ich glaube, seit meiner Digitation habe ich eine tiefere Bindung zu Himari. Aber sie muss trotzdem irgendwann nach Hause. Ja, das ist wohl wahr. Hi, Klo-Typ. Oder so. Wir gehen mal alles abholen. Haltet die Backen, ohne Witz. Immer das Rumgejammere hier. Danke. Fleisch abgeholt. Auf jeden Fall. Warum mögt ihr mich nicht? Habt ihr zu viel fressen müssen? Habt ihr zu viel trainieren müssen? Oder hattet ihr vorhin zu viel Prügel kassiert? Oder wie? Vor allem du, Herkules Kabuterimon. Dafür, dass du ein Mega bist, hast du nicht gerade viel ausgehalten. Definitiv nicht. Und so ein Unterschied war jetzt wohl auch nicht. Zwischen den Angriffspunkten von Shine Greymon und den von deinen. Ja gut, ihr seid noch nicht wirklich ausgepowert, Freunde. Deswegen, ja, wir können auch mit ihnen jetzt nichts Großes mehr machen, weil wegen, ja. Herkules Kabuterimon ist fast im Arsch, deswegen trainiere ich den höchstens noch ein wenig. Musst du aufs Klo? Einer von euch aufs Klo? Nö, muss nicht. Dann bitte noch ein wenig leveln, würde ich sagen. Wir brauchen eine ordentliche Stärke, um gleich gegen andere mitzuhalten. Deswegen einfach mal durchdrücken. Und ich gehe nach jedem Training mal hier mal schnell kurz vorbei. Lass sie natürlich auch mal was essen wieder. Muss natürlich auch sein, sonst mögen die mich gar nicht mehr. Jetzt pennen wir mal eine Runde. Dann könnt ihr euch ein wenig ausruhen, meine Freunde. Damit ihr wieder ein wenig fitter seid, um zu trainieren. Warum auf Ausdauer, Kollege? Du gehst mir bitte auf Stärke. Ist mir egal, Hauptsache es funktioniert. Wundervoll. Wir gehen auf jeden Fall auf 2600. Oder soll ich 3000 anstreben? Ich mache jetzt pro Tag sicher ein wenig auf. Müsst ihr scheißen? Nee. Halt die Backen. Ohne Witz. Weichen. Sollten wir das noch ein wenig hochtunen?
Ich weiß nicht, nö. Ich würde mal sagen, bei dem MP und bei ihm TP. Weil, ja, die überleben nicht lange. Leider, leider. Ich muss mindestens auf 20.000 hoch. Wollt ihr pennen? Noch nicht? Gut, ihr seid diesmal keine Langschläfer. Mal schauen, was das jetzt euch so bringt. So, wollt ihr pennen? Bitte? Schlafen. Danke. Pers, ich lasse sie nur scheißen, wenn sie im Schlaf scheißen würden. Weil dann kann man sie nämlich hinterher ausschimpfen. So geht das natürlich nicht. Ja. Die haben fast dieselbe MP-Anzahl. Ja gut, Giant Greymon hat zwar weniger Leben, aber sollte auf jeden Fall klar gehen, das Ganze. Giant Greymon ist jetzt 16 Tage alt übrigens, deswegen nicht gerade cool. Nicht Highlight-Item. Hier, zweimal kriegt ihr, aber das muss reichen gerade. Nicht meckern, dass ihr nicht mehr kriegt. Sonst gibt's heute gar nichts mehr. Ja, nicht nerven. Dankeschön. Warum gehe ich nicht zuerst zu Mamemon? Dankeschön. Yeah. Jetzt bin ich schon fast up to... also voll to the roots wieder. So. Was können wir jetzt noch machen? Sollen wir uns mal mit dem Level 15 Digimon anlegen dort auf dem scheiß Berg? Was denn los jetzt? Ich habe nichts gemacht. Die Kamera schwenkt von alleine. Was denn los? Was wurde erneuert? Schöner Platz, aber was? Die Einrichtungen im Zentrum sind eine Stufe aufgestiegen. Warum das? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, Mann. Ey, Zudomon. 10 Digifels hast du? Jo, cool. Dann lassen wir dich nochmal losschicken. Tschüss. Ey, Gott, Zumon. Was machst du? Hisani, ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. Ich kümmere mich um den Austausch von Materialien. Wie ich das mache, ist mein kleines Geheimnis. Ich nehme Metall oder Stein entgegen, je nach Wochentag. Komm schon, probier's mal aus. Naja, ne. Gerade nicht wirklich. schnell mal Items überprüfen. Kann ich? Autopilot habe ich noch zweimal. Cool. Gefällt mir. Darf ich mal? Oh. Logik Vulkan Hinterland geht jetzt sogar. Aber nee. Oh, warum ist jetzt alles billiger plötzlich? Jetzt wirkt es plötzlich. Ja klar, man muss einen Tag warten, oder wie? Serverwüste hinten. Na, ich möchte gerne zur Serverwüste. Ich renne da mal gerne nochmal durch. Vielleicht hat sich ein neues Digimon ja, hier versteckt oder so. Keine Ahnung. Wer weiß. Und ich rede jetzt nicht von hier. Ihr wollt mich jetzt gerade verarschen. Hier wird nicht um Hunger gebettelt. Meine Herren. Wo sind wir hier? Im Jammerviertel? Ich habe heute den ganzen Tag auch praktisch nichts gefressen. Und soll ich jetzt jammern? Oder was? Nee. Wenn es wirklich so schlimm ist, dann fress Pflanzen oder so. Keine Ahnung. Aber nerven nicht meine Eier, ey. Hier sind alles nur Gottsumon Level 7. Die bringen jetzt so nix. Schade, schade. Hier ist wieder... Warum müssen wir in den reinlaufen? Los, kill ihn. Los, du auch. Super. Habt ihr schön hingedeichselt. Medizin. Oh, die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Sehr schön. Wir haben jetzt eigentlich was erhalten von diesen Vollidioten als Aufgabe. So, komm her. Maycomon. Ich bin an einem Ort mit Kabeln. Ich sehe auch Gras und Bäume. Bitte komm und rette mich. Okay. Dein Ernst? Du bist wieder so ein Pseudo-Leggy, was man irgendwie retten muss oder so. Zurück in die Stadt. Der Detektor schlägt aus irgendwas an.
Geh nach Doppelschritt im Nordosten der Serverwüste. Aha. Ich mache mir Sorgen wegen etwas, das mir Mireille gesagt hat, aber ich habe nicht nur keine Idee, ich kann hier auch nicht weg. Wir sollten uns darauf konzentrieren, mehr Digimon in die Stadt zu bringen. Okay. Also einfach Digimon in die Stadt bringen. Machen wir. Ja, ja, Garurumon. Einfach abfahren. Sonst kriegst du auf die Fresse, Kollege Breitfuß. Ey, ich hoffe, dass ich bald die 20.000 HP erreiche. Weil die sind schon wichtig. Und die MP brauche ich auch. Ich möchte jetzt nochmal zu dieser scheiß Feuerwand. Ich möchte gucken, ob ich es mit diesen Angemons aufnehmen kann. Oh, geht's hier lang? Ja, nee, ist klar. Nee. Nee. Danke. Müllberg. Hier. Nee, das war nicht hier auf dem Müllberg. Das war ganz oben bei dem Kollege. Ja. Nee. Lass es am besten. Nee. Arschkriecher. Wir müssen wieder zu Taumon hin. Dort, wo Taumon praktisch war. Und vielleicht möchte jetzt mit 30 Leuten in unserem Team, also in unserem Dorf, möchte jetzt vielleicht auch ein gewisses spezielles Digimon zu uns kommen. Ich weiß ja nicht, aber man wird es sehen. Ich gehe zuerst zu ihm und dann gehe ich ganz nach oben, weil dann kann ich immer noch den Port-Ding reinhauen und wieder zurückgehen, falls das wirklich für ein Arsch ist hier. Seht ihr dort oben das Ausrufezeichen? Dorthin möchte ich. Ist mir nicht egal, was hier in der Nähe liegt. Die Schamamon können nix. Dort oben hin möchte ich. Auf jeden Fall heute noch. Denn wir müssen ja, wie gesagt, Leute rekrutieren. Und das schaffen wir ja nicht ohne weiteres. Und wir müssen langsam mal in die Region vordringen, an dem wir noch nicht waren. Hey du, alle Digi-Welt rettet gerade von einem Menschen, bist das du? Hm, sag mal, stehst du auf Musik? Du kommst jedenfalls so rüber. Ich meine, Geschmäcker sind verschieden, aber ich habe den Eindruck, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Was ist deine Note? F, Moll? Nein, warte. E-Dur oder vielleicht B-Moll? Tut mir leid, ich habe keine Ahnung von Musik. Ich war tatsächlich mal in einer Band. Das erkennst du? Ganz genau, ich wusste es. Wie wär's mit einem Duell in einem harmonischen Duett? Ne! Ne! Wir haben keine wir sind keine Sonne. Das wird sich. Warum kann ich nicht fliehen? Kann ich eine Ex-Digitation durchführen? Oh Mann. So. Nee. Den schlagen wir nicht. Vergesst es. Der zerreißt uns. Könnte ich die Echse einsetzen? Ja klar, ich bin tot. Ich bin tot. Das erste Mal offiziell gekillt. Ohne Wenn und Aber. Und jetzt? Sind sie tot? Dein Ernst? Dein Ernst? Ich glaub's nicht! Was? Das habe ich nicht eingestellt. Herkules Kabuterimon. Shine Greymon. DNA-Digitation zu. Kennst nicht, aber es sieht geil aus.
Oh mein Gott! Galantmon CM! Galantmon! Geh scheißen, Kollege! Quo vadis? Was? Dein Ernst? TP entfernt unnormale Zustände und teilt 500 TP. Ist egal. So, hau drauf. Hau drauf, Kollege. Du hast voll meine Rückenstärkung. Oh, wir haben eine Chance. Eine EX-Digitation. Freunde, wie ging das denn? Sie sind down gegangen. Ja, Mann. Nee. So sehe ich das aber nicht, So, ich wechsle jetzt ein bisschen ab. Ah, ne. Ich bin tot. Aber was für eine EX, Mann. Ich hätte jetzt nicht dran geglaubt, Freunde. Aber nee. Wir sind dennoch gestorben. Oh Mann. Wir müssen nur noch ein wenig stärker werden, aber dann kriegen wir das Hundeding. Das Missgeburtending, das kriegen wir noch. Oh Gott, eine EX-Digitation, ne? Das war ja Hammer, ey. Nee, du kannst mir nur sagen, wo sie sich nicht gut fühlen, ne? Angemon, kannst du mich mal eine Runde, ja, um meinen Partner kümmern? Dankeschön. Das finde ich sehr niedlich von dir. Kann ich jetzt noch Waren von dir kaufen, Kaputerimon? Ich muss mindestens noch einen Tag trainieren. Heilungsdisks. Habe ich genug, aber es hat nicht gereicht. Ich müsste höhere Heilungsdisks holen können. Es tut mir leid, Freunde, dass ich euch zu viel zugemutet habe. Echt mal. Aber ey, dass ihr zu Galantmon CM werdet. Das ist ja mal ganz geil. Freunde, kommt mal her. Dafür gibt's gleich Liebe und Mast von mir. Das ist, war meine erste Ex-Digitation neben Omnimon. Ganz am Anfang, Mann. Heftig. Ich hätte zwar gewünscht, dass wir gewinnen. Es hat auch ganz gut ausgesehen, aber keine Ahnung, wie ich das noch hätte gewinnen sollen. Ich habe keine Ahnung, was ich da drücken hätte müssen. Ich war so überfordert gerade. Aber gut, das gibt mir noch die Chance, einmal ein wenig zu trainieren. Und noch mehr TP hochzuarbeiten. Ne? Ich gehe trotzdem mal hier hin. Ich muss die... Ich muss das hinkriegen, Müsst ihr aufs Klo? Ich drehe immer mal eine extra Runde für die. Hey, das ist so geil, Ja, scheiße. Da habe ich jetzt ein bisschen Fail gedrückt, aber okay. Na, verdammt, schon wieder. Aber ist doch auch ganz gemein gemacht momentan. Ja, komm, Training beginnen, Kollege. Jetzt einfach nicht in die Toilette scheißen, gerade. Na, jetzt müsst ihr noch ein bisschen, Kollegen. Weil, es tut mir leid. Aber,
Was sein muss, das muss sein. So. Dem hauen wir nur noch ein wenig drauf. Dann wird er bald hoch genug sein. Mein gutes Shine Greymon. Was ist denn los? Heult ihr, weil ihr nichts zu fressen gekriegt habt? Tja. Das gibt's morgen, das Richtige zu fressen. So. Und das machen wir gleich nochmal. Ich weiß nicht, ob es diesmal klappen wird. Aber es muss. So. Jetzt gehen wir auf Stärke. Und ich hoffe, die müssen nicht aufs Klo. Nee, müssen sie nicht. Also Megas müssen wahnsinnig wenig aufs Klo. Und es kommt auch darauf an, wie oft man die füttert. Deswegen. So, jetzt könnt ihr sie von mir aus immer wieder füttern, Freunde. Würde ich auch immer machen. So am Morgen, so. So zum Aufstehen. Will man die ja nicht hungern lassen. Werdet ihr auch nicht. Eigentlich bin ich jetzt aber noch zu früh. Ich gehe jetzt noch trainieren bis um 12 circa. Weil ich brauche die Stärke, um dann den nötigen Damage gleich zu machen. In der Mega. Also in der X-Form. Ich hoffe, das geht nochmal, ne? Ja, aber nee, das war so geil, wie sie hat geheult und dann, boah, diese Szene war so geil. Die Szene war astreine. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Müsst ihr wirklich nicht aufs Klo? Wehe euch, ich sag's dir. So. Danke. Ja gut, einmal kann man euch jetzt noch abdrücken. So. Ich muss jetzt mal. Und ich gebe extra nochmal Geld aus, aber diesmal speichere ich vorher. Nicht, dass ich das noch unnötigerweise nochmal tun muss. Ja, danke für ein mobiles Klo. Ja, jetzt müsst ihr hungrig mal ran. Und was ich auch ganz geil finde, ist, dass wenn man eine EX macht, man volle Life Points hat und nicht irgendwie noch halb tot ist. Badraman. Jetzt möchte ich gerne zum Logikvulkan. Yep. Auch wenn ich das jetzt gerade eigentlich nicht mit mir vereinbaren kann, dass ich so viel Geld liegen lasse, aber okay. Ich muss auch was ausgeben, um hier weiterzukommen. Ich hoffe jetzt die Angriffsstärke, die ich jetzt euch draufgehauen habe, dass die reicht, um gegen die klarzukommen. Weil ich mein, ja, ich habe euch schon Hammer jetzt ausgebildet. Ihr seid zwei richtig geile Megas. Ihr könnt alles, was ihr können müsst. Und ich meine, du hast sogar das Schwert rausgezogen. Warum hast du nicht dein zweites Mal mit deiner Ulti angegriffen? Hatte ich zu wenig GP oder keine Ahnung? Kann man das nur am Anfang einsetzen? Ich weiß es eben nicht, Freunde. Und vor allen Dingen hat es mich irritiert, als ich im Kampf war und trotzdem noch Shine Greymons Angriffe gehabt habe. Das war ein bisschen irritierend. Ganz im Ernst. Das war nicht so geil. Weil ich nicht wusste, yo, wie läuft das jetzt genau ab und so, ne? Zum Glück kann ich das nochmal so machen. Ich möchte unbedingt das Ding in meinem, also in meinem Dorf, ne? Und wenn das durch eine Echse passiert, warum auch nicht? Also ich nenne es immer noch DNA-Digitation mit geiler Wonne. Aber es kommt mir jetzt gerade vor wie Tai damals oder so. Wo sie das erste Mal gegen nicht Meotismon, sondern gegen wen haben die nochmal verloren? Die haben gegen so einen Kartenspieler verloren. Mit auf jeden Fall auf dem Mega-Level. War ziemlich heftig. Obwohl sie im Mega waren. Oh, hallo, du bist es. Ich wusste. Ja, ja, ja. Darf ich das normal machen? Na los.
Jetzt gibt's auf die Bombe, mein Kollege. Was? Wie viel hast du meinen Shine Greymon gemacht? Ich lass die mal machen. Umso schneller die tot gehen, umso besser. Weil die machen sowieso so keinen Damage. So, voila. Schon fast tot. Das bringt nichts, wenn ich sie einfach grundlos am Leben erhalte. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Jetzt geh zu ihnen hin, heul mal eine Runde und aktivier die nächste Digitationsstufe. Ja, Mann. Wie das einfach mal... Ja, und jetzt genießt es normal. Ohne mein Gequatsche. Extra Cross Evolution. Herkules Kabuterimon. Und... Shine Greymon. Walk Digitation zu. Oder DNA Digitation. Wir haben wirklich keine Sonne. Wir sind noch viel zu schwach. Bei dem Damage, den wir den machen und der uns, er regeneriert langsam TP. Heilungsdisk. Was bringen, aber ich denke mal, nee, mit dem Scheiß, man müsste ausweichen können. Ja, MP war jetzt nicht schlau. Ja, nee. Wir haben auf jeden Fall verloren. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir gehen jetzt allerdings noch kurz mal irgendwo anders gucken. Das wird wohl so eingetriggert, dass man die EX auf jeden Fall bei diesen Digimon starten kann, warum auch immer. Ich glaube, man könnte sie auch so einsetzen, wenn man stark genug Digimon hat, ne? Bei 150 oder so kann man nichts machen. Aber ansonsten sieht das eher schlecht aus. Aber warum? Das war so geil, Freunde. Also, ja, genau, die Musik, Mann. Die war so gerade genial. Ich danke dir auf jeden Fall für den guten Kampf, Kollege. Aber ich bin dir noch nicht gewachsen, nicht mal, wenn ich in den Mega-Modus gehe. Es nimmt mir einfach noch zu viel weg. Ja, es nimmt mir einfach noch zu viel Schaden, ne? Dein Damage, Kollege, der ist unglaublich. Und irgendwie sind wir dagegen nicht wirklich resistent. Ist klar. Ist klar. Und gegen dich kommen wir jetzt auch nicht an, oder wie? Gegen dich kommen wir jetzt auch nicht an, oder wie? Kleiner Donnerschlag! So. Kriegen wir dich platt? Ich hoffe es. Ne, bitte nicht Schaden machen.
So, hau drauf. So. So, nochmal. Schön auf die Omme. Danke. Das war's. Highlight-Item. Ja, da kann ich jetzt euch mal loben. Ihr habt einen scheinbar stärkeren Gegner besiegt. Ihr habt auf jeden Fall viel Mühe gehabt bei dem. Deswegen, Chapeau. Weil ich möchte eben noch ins Feuerland hier oben mal nachgucken. Weil die waren, glaube ich, Level 15, aber wir haben irgendwie Level 20er Gabumon schon gekillt, ne? Deswegen möchte ich da gerne nochmal schnell kurz vorbeigucken. Hi, Pitmons. Nein. Nein. Hi, Pitmon. Oder Arrestramon. Hey, die Leute reden über dich, behaupten, du sollst ziemlich stark sein. Suchst du jemanden, der deine Stärke der letzten Schläf gibt? Wenn du willst, kann ich dir helfen. Meine Spezialgummirüstung wird mit jedem Kampf härter und wird bald echt cool aussehen. Deswegen will ich mehr kämpfen und du kannst dabei auch stärker werden. Es hat also jeder was davon. Cool, dann legen wir los. Meine Rede, Mann. Hauen wir rein. Okay, wir haben ja gespeichert. Oh, zwei Kämpfe. Oh, bitte sei nicht stark. Auch Level... Habe ich gegen dich wenigstens eine Chance, wenn ich digitiere? Ey, das möchte ich jetzt angucken. Dann kriegen wir eine Triple X-Folge. Ja, ist egal. Ist egal. Wir können nicht mehr als verlieren. Ne? So? Heul jetzt los, bitte? Ja, bitte? Das höre ich gerne. Weil jetzt kommt noch, die Einblendung von vorhin kam nicht eben, ja, dass jetzt irgendwie alles vorbei wäre. Nein, nein. Jetzt, was? Dein Ernst? Okay. Das heißt, das war's für diesen Part. Wir werden da direkt wieder zurückgeschickt, ohne EX, warum auch immer. Und ich habe ja den neuen Speicherstand geladen. Von daher, gibt's nicht bei allen EX, aber bei solchen wie dem von vorhin auf jeden Fall. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es eine Nullnummer war in diesem Sinne. Wir haben heute auf jeden Fall irgendwie trotzdem noch viel erlebt, muss ich sagen. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, wenn wir weiter Digimon rekrutieren. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich noch viel zu schwach für den Feuerberg bin und so weiter. Das heißt, wir gucken mal bei den Kabelbahnen nach, weil dort erwartet uns scheinbar jemand. Und ja, gucken uns mal seine Story an und was der so von uns möchte, Freunde. Tüdelü!